Papst Benedikt XVI. Ist vor der traditionellen Christmette am Heiligen Abend im Petersdom von einer offenbar geistig verwirrten Frau angegriffen worden. Der Angriff ereignete sich, als sich die Prozession mit dem 82-jährigen Papst auf den Hauptaltar zubewegte. Die Frau überwand eine Absperrung im Petersdom und schlug Benedikt sowie Kardinal Etchegaray nieder. Der Papst blieb unverletzt. Der Kardinal wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Angriff verlor der Papst seine Mitra und seinen Bischofsstab. Polizeikräfte des Vatikans nahmen die Angreiferin fest. Sie sei offenbar psychisch labil, sagte Vatikansprecher Benedettini. Kurz darauf begleiteten Personenschützer den Papst zum Altar. Die Besucher der Messe klatschten Beifall. Un applauso. Der 82-Jährige wirkte erschüttert und musste sich bei Gehilfen abstützen. Benedikt erwähnte den Zwischenfall zu Beginn seiner Messe aber nicht. Er eröffnete sie mit den traditionellen Worten Pax Vobis, Friede sei mit euch. Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, dass es bei der Christmette einen Zwischenfall gab. Im vergangenen Jahr übersprang eine Frau die Absperrung und wurde von Sicherheitsleuten gestoppt, bevor sie in die Nähe des Papstes gelangen konnte. Zunächst war unklar, ob es sich um dieselbe Frau handelte. Beide Angreiferinnen trugen einen roten Kapuzenpullover.